Sorry, ich muss mich entschuldigen. In bestimmten Videos habe ich gesagt, dass Stevens als Marke eher so zurückhaltendere Farben macht. Ne? Eher so ein bisschen zeitloser, nicht so ins Auge stechend, eher halt so understatement-mäßig. Ja, das hat sich jetzt aber hier 2020 komplett verändert. Dunk, I've never seen you clearer than now. We're flying high, floating somewhere up in the clouds. Going out of ourselves, can you feel it? Almost like I don't know if it's real, cause when we're doing our thing, we're like wheels that won't stop turning. So take me on a trip, 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 now. Trip, 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 oh, flick that switch, kill the lights. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video von eurem Lieblingsfahrradladen. Mein Name ist Markus vom Fahrgeschäft Fitbikes und wir stehen hier vor dem Stevens E-Juke, ein Hardtail mit einer krassen Farbe. Ja. Was ist ein Hardtail? Hardtail heißt, wir haben vorne eine Federung und hinten ungefedert. Ja. Und bevor wir jetzt ins Detail, müssen wir das Rad ein bisschen näher anschauen. Ich muss auch schnell meine Sonnenbrille holen wegen der Farbe. Kommen wir erstmal der Basti mit den technischen Details. Das Stevens E-Juke kommt in einem frischen Venom Green daher. Es gibt es in den Größen 16 Zoll, 18 Zoll, 20 Zoll und 22 Zoll. Und in all diesen Größen gibt es nicht wie vorher eine 27,5 Variante, sondern alle Größen in 29 Zoll. Das Rad wird angetrieben von einem Bosch G4 Performance Line CX Antrieb mit integriertem 500 Wattstunden Akku. Geschalten wird aus einem Mix von XT und SLX in 11-fach mit einer Übersetzung von 1146. Die Federgabel ist eine Santur Ion 35 Luftgabel mit einem externen Lockout. Bremsen sind die Shimano BRMT 400. Laufräder kommen von Sunringle, die Duroc TR 35. Und daraus ergibt sich dann auch dicke, breite Reifen. Das sind 65er Schwalbe Nobinick Evolution. Es ist möglich, Gepäckträger und Schutzbleche hinzubasteln. In der Gabel ist allerdings schon ein kleiner Mudguard integriert. Das Rad wiegt 22,1 Kilogramm und das zulässige Gesamtgewicht beträgt wieder 140 Kilogramm. Starten wir wie immer an der Front, nachdem ihr jetzt genau wisst, wie das Rad ausgestattet ist. Wir haben hier eine 29 Zoll Bereifung mit einem 2,6er Reifen. Wer das E-Juke von den Vorjahren kennt, der weiß, dass man deutlich breite Reifen verbaut worden sind, fast schon so Fatbike-mäßig. Ich finde aber persönlich, dass die 29 Zoll mit 2,6er Bereifung hier ein sehr, sehr guter Kompromiss und ideal so für den Allrounder sind. Ja, das heißt, dieses Rad wird ja vielleicht auf der Tour eingesetzt, aber auch im leichteren Gelände, schätze ich mal. Und da ist dieser Reifen in dieser Konfiguration, also Breite und 29 Zoll, finde ich perfekt. Ja, nicht zu breit, nicht zu schmal und wir können eigentlich alles mitmachen. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare reinschreiben, wie ihr den blauen Strich zum Grün findet. Der passt nämlich gar nicht. Aber zum Glück fahren wir es ja, und müssen nicht den Reifen anschauen. Dann haben wir hier vorne eine Santur-Federgabel. Und ich weiß, dass der ein oder andere schreiben wird, oh, Billiggabel, teures Rad, Billiggabel. Ja. Aber auch bei Santur hat die Zeit sich weitergedreht und es ist echt deutlich besser geworden als vor 10 oder 15 Jahren. Gab es überhaupt schon mal? Also als vor in der Vergangenheit. Von daher will ich alle einladen, die jetzt über Santur sofort als Billigmarke abstempeln. Fahrt es einfach mal Probe, die Zeit hat sich weitergedreht. Was super cool ist, ist das Steckachssystem. Dann kann man das Rad simpel außen einbauen und dann hat man eine stabile, steife Gabel, die aus meiner Sicht für diesen Preisbereich und auch für den Anwendungsbereich gut funktioniert. Kommen wir zum Grün. Ja, ich hoffe, ihr habt eine Sonnenbrille auf. Das ist schon ein krasses Neongrün. Bestimmt ein basic Namen für die Farbe. Kawasaki-Grün, okay, wenn man das so nennen möchte. Ja. Ich persönlich finde es cool. Ja, ist mal was anderes. Man sieht sein Rad auf jeden Fall. Ist natürlich immer voll im Auge des Betrachters. Ja, ich in 15 Jahren Fahrradladen habe ich gelernt, dass es nicht die eine Farbe gibt. Es gibt immer unterschiedliche Wahrnehmungen. Von daher, wem es gefällt, super geil. Wem es nicht gefällt, halt nicht. Ja, gibt es ja genug Auswahl sonst. Wenn wir uns aber hier vorne einmal anschauen, wie das mit dem Akku gelöst worden ist, dann finde ich das hier ganz gut. Wir haben nämlich hier einen großen Drehmechanismus. Ja, das heißt, wir können simpel den Akku hier nach vorne rausnehmen. Wenn wir jetzt den Schlüssel hätten, dann können wir hier sehen, dass hier auch der Akku, dieser Powertube-Akku, eine extra Halterung hat. Das heißt, wir können den dann hier entnehmen
Und das finde ich schon sehr cool gelöst. Also so ein technisches kleines Detail ist nicht Standard von Bosch, sondern das hat Siemens in der Tat selber gemacht. Bosch liefert nur den Akku und die Halterung des Akkus. Wie man das dann mit dem Deckel und dieser zusätzlichen Features hier macht, das ist dem Fahrradhersteller selber überlassen. Und das wurde doch sehr unterschiedlich gelöst. Der Deckel selber wirkt in der Tat auch sehr massiv, ist kein billiges Plastik. Und man kommt relativ easy raus und rein. Hört sich jetzt komisch an. Aber ich meinte den Akkudeckel. Aufladen können wir den Akku entweder separat, das heißt, wir können ihn aus dem Rad rausnehmen und zu Hause in der Wohnung oder in der Garage oder wo auch immer laden. Oder wir können auch hier aufladen. Bosch Performance Line CX Motor, der stärkste Motor momentan aus der Bosch Linie. Da, denke ich mal, haben wir schon genug Videos drüber gemacht. Jeder weiß, dass wir Power haben ohne Ende, dass es einfach Spaß macht und das schon in dieser Kategorie. Eins hätte ich was vergessen zu erwähnen, das ist hier das kleine Schutzblech, Meshguard oder Fender oder whatever genannt, aber sieht man, das ist ein kleines Schutzblech, was so den gröbsten Schmutz einfach abhalten soll und vor allem hier vorne auch so ein bisschen die Federelemente schützt. Wir haben eine XT-Schaltgruppe, wir haben eine Shimano-Scheibenbremse, wir haben wie immer unseren formschönen Oxygen-Sattel, den wir sofort austauschen, warum, weshalb, haben wir schon genug Videos drüber gemacht. Und dazu sei gesagt, dass wir bei den Stevens-Fahrrädern sehr häufig die Möglichkeit haben, auch Schutzbleche und Gepäckträger zu montieren, wie auch in diesem Fall. Das heißt, wir haben hier Gewinde und hier und können dann einen passenden Gepäckträger und auch ein Schutzblech, hier ist auch ein Auto für ein Schutzblech, montieren, da ja doch der ein oder andere ein Hardtail, ein E-Hardtail, auch als Tourenrad missbraucht, haben wir hier alle Möglichkeiten, um zumindest hinten Schutzblech und Gepäckträger zu montieren. Hier vorne müssen wir wahrscheinlich über ein Steckschutzblech, beziehungsweise ist ja schon eins dran, können wir also direkt das verwenden. Kommen wir zum Front. Ja, was ich sehr, sehr cool finde, dass wir bei diesem Rad in der Preisklasse schon Ergongriffe drauf haben. Und das kleine Display reicht völlig aus. Das Plugin-Display sind die wichtigsten Funktionen. Wir müssen nicht die Hand vom Lenker nehmen, weil wir einfach alles erreichen können. Und wir brauchen dieses Mega-Display hier vorne. Das finde ich bei Shimano immer sehr schön, dass wir nicht so ein Cockpit hier vorne haben, sondern dieses kleine. Und das haben wir beim Purion hier auch gelöst. Ja, alles in allem ist es ein grünes, schönes E-Hardtail. Und ihr könnt gerne mal eure Meinung, euer Feedback in die Kommentare reinschreiben. Sagt ihr, geht es mit der Farbe, geht es nicht? Wer sich zurückerinnert, wir haben mal ein rotes vorgestellt, ja? Ein rotes, also da ist Stevens mittlerweile ein bisschen farbenfreudiger geworden. Ich persönlich finde es cool, wenn man sich mit was traut, ja? Aber haut gerne mal eure Kommentare, euer Feedback in die Kommentarfunktion unter Video, denn ich bin mal gespannt, ob ihr sagt, ja, dieses Grün, das wäre schon was, ja? Bin ich mal super gespannt drauf. Haut rein, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, eine schöne Zeit. Ciao.